So, meine lieben Freunde, Hallöchen, Puppchen und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hogwarts Legacy. Partnummer und alles werde ich mir jetzt mal ein bisschen absparen, einfach aus dem Aspekt, weil mir das zu viel wird. Dementsprechend werde ich das später so machen, wenn man im Hintergrund ein wenig Musik, bisschen was brummen hört. Ich habe es in der Testaufnahme nicht gehabt. Dementsprechend schwierig zu sagen. Aber es kann durchaus passieren, dass man meinen Ventilator ganz leise im Hintergrund hört. Ich glaube es allerdings nicht. Ich werde es jetzt folgendermaßen machen. Ich werde einfach aufnehmen, eine riesige Datei, und werde dementsprechend einfach mal überlegen, was ich so machen kann. Ah, das kann ich theoretisch unendlich züchten. Okay, das ist gut. Hoklumsaft. Kann ich Hoklums züchten? Malvenkraut, Knöterich. Ich will nicht alles, ich will gerne ein paar Sachen öfter sammeln, machen. Maxima-Trank. Machen wir das mal. Und viel kann ich ja nicht machen, ne? So. Super. Ich wollte aber eigentlich nur etwas identifizieren. Ist jetzt automatisch passiert, ne? So, wunderbar. Ja, ich habe gestern mal mit dem Kumpel mal ein bisschen nachgeguckt, was das Problem sein kann wegen meiner... Oh, das war gut. Imperium. Ziele verursachen zusätzlichen Schaden. Ich hatte ja die... Wir hatten ja am Anfang die Befürchtung, dass ich vielleicht Probleme mit meiner Dingsbums krieg. Meiner Grafikkarte. Weil die Windows-Ereignisanzeige, wenn ich jetzt Hogwarts Legacy spielte auf dem PC... Ja, spielte. Ich spiele sie auf der PlayStation aktuell. Gab es ja Probleme. Und ja, da konnte man halt nicht viel machen. Was für Aufträge habe ich eigentlich? Bringe den Helm zu Lodgok, hole den Helm von den Dieben zurück. Ja, das machen wir. Trotzdem würde ich gerne nochmal nach Hogsmeade. Unabhängig davon, wo wir hin müssen, weil ich noch ein paar Sachen brauche. Vielleicht kann ich mir auch noch mal das Geld, was ich jetzt verdiene, in Dingsbums investieren. Was haben Sie jetzt vor? Was haben Sie jetzt vor? Ach ja. Die Madame, die ist immer super. Die ist immer sehr erquickend. Wie? Hallo. Sie sind also auf der Suche nach Tränken. Danke nochmal für das Liefern dieser Tränke. Kein Madame Problem. Aber eigentlich will ich Saatgut kaufen. Ja, das mit dem gedrückt halt nervt. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Vor allem, wenn man halt relativ viel verkauft. Oder verkaufen möchte. Sagt man das eigentlich noch? Ich habe viele Sachen verkauft, ja. Aber wenn man viele Sachen verkauft, ist das da nicht ein besserer Satzbau, wenn man theoretisch sagt, wenn man viele Sachen verkaufen möchte? Zutaten. Malvenkraut, Knöterichzweig, Flussstamm, Lassen Sie mich bitte wissen, wenn ich Ihnen sonst noch helfen kann. Diptamblätter, Flussgrasstamm.
Muss ich mal gucken, ob das ausreicht. Niemand kann behaupten, meine Regale wären leer. So. Ich wollte ja den Helm von den Dieben zurückholen. Die Frage ist jetzt nur... Jackdaws Grab. Da machen wir doch schon mal. Ich meine, ich könnte natürlich mit dem Besen dahin fliegen, ist ja kein Problem, aber... Passt schon. So. Habe ich überhaupt? Okay, das ist für unterwegs. Das ist zum Kämpfen. Muss ich da wirklich hin? Nee, ne? So Hochlumsaft brauche ich, glaube ich, nicht wirklich viel selbst anzupflanzen, weil ich das Gefühl habe, dass wir diesen sehr gut finden. Wie schön, Sie zu sehen. Das ist doch super, Dame. Finde ich auch. So, Protego. Ich wollte jetzt was gucken. Ich wollte meine Talente mal anschauen. Weißt du was? Warum machen wir keine Aufnahme? Aufnahmestream. Warum eigentlich nicht? Ich muss mal eine neue Kamera holen, aber auf der anderen Seite. Nur um 60 FPS mit der Kamera aufnehmen zu können, bin ich das jetzt Quatsch. Bei aller Liebe. Ich muss eigentlich mal meine Gaming-Ecke ein bisschen umstellen. Damit man auch im Hintergrund halt sieht, ne? Ich habe 0 verfügbare Talentpunkte. So. Ich meine, ich bin jetzt nicht unbedingt, was das angeht, voll ausgerüstet. Aber warum nicht? So, wir müssen den Helm zurückholen von diesen blöden Dieben. Da sind wir auf jeden Fall der Hauptstory hinterher. Da hat uns ja der gute Lokok auf die richtige Spur gebracht. Da sind sie. Die Erschwinderin. Inzento. Lazio. Confringo. Kann ich? Nee, ne? Die Unsinn. Aha. Akio. Inzento. Confringo. Lazio. Protego. Da bist du. Warte mal. Au, er hat gesessen. Au, der Troll ist übel. Verfringung,
Akio. Sollen wir beenden, was wir begonnen haben? Warum geht der Troll auf mich? Ich hab dem noch nichts getan. Ich hätte mich vielleicht... Ich sollte vielleicht mal ein bisschen... Ich bin aber echt zu blöd gerade. Das haben sie bestimmt extra gemacht. Au! Und das? Hi Justin, grüß dich. Ich bin in der YouTube-Aufnahme. Nebenher und dementsprechend alter Schwede. Au. Das war kritisch. Kritisch. So. Jetzt muss ich halt nur gucken. Hole den Helm von den Dieben. Das war... Doch, doch. Die haben den Helm von der guten Hexe hier irgendwo versteckt. Bin ich mal gespannt, was der gute Lokok da zu sagen hat. Haben wir den Helm gefunden? Nee. Ich muss auf jeden Fall gut drauf achten, dass ich nochmal öfters in den Raum der Wünsche reingehe. Weil, wenn ich nach so einem Kampf schon 5 von diesen Mega-Power-Tränken gewastet habe, theoretisch, weil ich zu blöd bin zu kämpfen, dann ist natürlich die Frage, wie stark macht das Sinn? Naja, auf jeden Fall war ich gestern, um meinen Gedanken von eben entweder fertig zu setzen oder nochmal aufzufangen, weil ich nicht genau weiß, ob ich den fertig gesprochen habe. Gestern ja mit dem Jan nochmal unterwegs. Also nicht unterwegs, aber wir haben nochmal ein bisschen meinen PC in Augenschein genommen. Und wir hatten ja die Befürchtung, dass die Grafikkarte vielleicht Probleme macht. Was Gott sei Dank nicht der Fall war. Wolltest du heute nicht nach Darmstadt? Das war es. Eigentlich... Ah, ich habe keinen Bock auf Darmstadt. Ich muss morgen wieder zurück und... Ich könnte theoretisch... Wollen wir kämpfen? Ja, ne? Geschafft. Und es war sogar eine Erschwinderin. Incendio. Interessant. Ja, ich will nicht unbedingt ins Studentenwohnheim, Justin. Sind wir mal ganz ehrlich, darauf habe ich null Bock. Es lief besser als gedacht. Vielleicht sollte ich wirklich mal anfangen. Oh, ein paar FPS-Drops habe ich. PlayStation, was ist los? So lange am Schwach auf der Brust. Ja gut, ich meine, für ein paar Sekunden ist es jetzt nicht so tragisch. Bringe den Helm zurück. Ach, weißt du was? Warum nicht? Ich hätte eigentlich mal einfach mal Bock, was zu probieren. Wie hoch kann ich fliegen? Komm, wir fliegen jetzt einfach zum Mond. Klappt das? Nein, geht nicht. Ich kann nicht höher. Schade. Wenn ich jetzt hier runterfalle, bin ich tot. Kann ich hier absteigen? Nee, ich kann nur landen. Okay. Schade.
Ob es sicher ist, sich da drin umzusehen? Ich weiß nicht, warum ein Charakter mich das jetzt fragt. Aber da waren wir doch drin. So, Lokok. Die Aschwinderinnen sind den Helm los. Sehr gut. Das wird Renrock sicher beeindrucken. Der Helm strahlt noch viel heller, als ich geahnt hatte. Die Gravur, die Konturen des Profils. Unglaublich. Er ist fantastisch, Lord Gok. Ich verstehe, warum Sie ihn zurück wollten. Dass Sie den Helm zurückgeholt haben, ist ein Glück für die Diebe. So mancher Kobold hätte dafür getötet. Ah, dann bin ich ja froh, ihn los zu sein. Danke. Damit gewinne ich Renrocks Vertrauen. Ich gehe gleich zu ihm. Das wird ihn von seiner Suche ablenken. Seine Suche? Es ist nur so eine Ahnung. Sie haben mich tief beeindruckt. Ich bin froh, Ihnen vertraut zu haben. Wie? Was? Wir reden bald wieder. Erstmal sollten wir unsere Vereinbarung für uns behalten. Viele werden nicht glauben, dass wir ähnliche Ziele verfolgen. Warum weißt du, dass er jemanden verfolgt? Und warum beschlägt mich das Gefühl, dass er weiß, dass es um mich geht? Gut. Wollen wir mal gucken. Was haben wir denn sonst noch für Aufgaben? Finde heraus, was Galvin Moon will. Tierwesenunterricht besuchen. Ja, das sind die Hauptaufgaben. Wirke Depulso auf einen levitierten... Was bedeutet levitiert nochmal? Das hatte ich nämlich bei der letzten Aufnahme auch schon gefragt. Ein levitierter Gegner, auf dem ein Zauber gewirkt wurde. Auf den der Zauber Levioso gewirkt wurde. Okay. Was bedeutet? Ach hier, Grazio. Confrinto, Incendio. Ja, das werde ich so nicht hinkriegen. Was ist denn Levioso? Müsste das hier sein. Levioso. Jetzt muss ich theoretisch nur noch einen Gegner finden. Sollte aber eigentlich nicht so tragisch sein. Oder schnell. Obwohl die Welt jetzt nicht von Gegnern gehäuft ist. Erstmal gucken, ob das einen speziellen... Depulso. Wirke Depulso. Warte mal, ist Depulso nicht das hier? Kann ich Depulso? Depulso. Ah, jetzt weiß ich, was der will. Ja. Dieser Lümmel. Ich soll den Zauber kombinieren. Erst nach oben und dann in die Wand klatschen. Verstehe, verstehe. Muss ich halt nur... Oh nein, Merlins Prüfung. Oh, welch angenehme Überraschung. Warte mal. Ich würde sagen, hier behalte ich mal meinen... Das behalte ich mal durch. Hier machen wir das mal. So, das hier, das Kendo und Depulso. Das ist doch schon mal gut. Das ist unser Angriff. Ich habe keine Ahnung, was ich mit den Dingern machen soll. Da sind doch... verstehe ich nicht. Verstehe nicht, was ich mit diesen Dingern machen soll.
Die haben so verschiedene Muster. Okay, dieses, das könnte auch nur Optik sein. Verstehe ich nicht. Okay. Rebellion. Na schön, dass das... Lumos. Ah, hier könnte ich natürlich auch... Das passt. So, ich muss jetzt nur irgendeinen Gegner finden. Eier. Eier von Aschwinderin. Sind Aschwinderinnen nicht humanoide Gegner? Rebellion. Das finde ich jetzt persönlich ein bisschen weird. Aber okay, was machen die Schmetterlinge? Repulso. Lumos. Ah. 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 Aha. 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 Also, Motten sammeln. Okay, das ist cool. Ich weiß halt immer nur noch nicht, was das bringt. Damit wäre das erledigt. Ich hoffe, es stört dich nicht, Justin, dass ich jetzt doch mal mich dazu entschieden habe, den Aufnahmestream mit einem die Aufnahme mit einem Dingsbums. Ja, hier das zu verbinden. Wirke die Pulse auf einen levitierten Gegner. Ja, das ist zwar okay, jetzt muss ich halt nur wissen, wo einer ist. Schwer zu sagen, was mich da drin erwarten wird. Ich war doch da schon längst drin. Ich rate, es bestimmt hier irgendwelche Gegner. Eben hatte ich die Möglichkeit. Was haben wir hier? Die Zentauren, ne? Das sind die Knuddelmuffs. Gut, die tun mir jetzt noch nichts. Ich weiß nicht, ob das jeweils passieren wird. Ich habe keine Ahnung. Warte mal, hier müsste ein Spinnennest sein. So, levidierter Gegner. Okay, das verstehe ich. Ins Händchen. Man stiehlt doch keine gestohlenen Koboldhelme. Das weiß jedes Kind. Leviose! Repulso! Ja! Luma! Intendi! Kotringo! Lazio! Intendi! Akio! Repulso! So. Du bist widerlich. Ja, das stimmt. Es soll ja jetzt ein Patch geben. Ich weiß nicht, ob es nur für die PC-Version gibt. Dass man jetzt auch den Spinnenphobie-Typen da machen kann. Dingsbums, dass man da jetzt die Spinnen anders da aussehen lassen kann. Finde ich ein bisschen komisch, dass sich das Spiel so anpasst. Und wo ist jetzt der Typ hier hin? Wahrsagenunterricht besuchen. Ach so, ja.
Warte mal, da kann ich, das kann ich auch anders da machen. Karte von Hogwarts. Wo muss ich denn jetzt hin? Unterrichtsstunde Tierwesen und hier haben wir da. Reisen wir mal hin. Was auf jeden Fall meintest, Justin, im Discord. Ich habe gestern mal kurz reingeguckt. Es hat so funktioniert, aber ich muss aber auf der anderen Seite auch sagen, mich interessiert das Pokémon Home. Hat mich jetzt nie, wird mich jetzt nicht dazu veranlagen, jetzt wieder intensiver meine Pokémon-Spiele auf der Switch zu spielen. Einfach aus dem Aspekt, der weiß mich halt nicht wirklich. Du kannst die Zeit beschleunigen. Indem du die Karte öffnest und R3 drückst. Auf der nächsten Strecke schlägt mich niemand. Na dann. Ja, wie sie sich freuen. Sie ihm geholfen. Oh, das war voll lieb. Wahrsagen und die Zukunft voraussehen. Müsste man... Es ist da nicht ein bisschen schwierig, dann mit solchen Leuten unser Geheimnis von wir können schwarze Magie sehen zu... Wie heißt's? Zu verstecken. Auf der nächsten Strecke schlägt mich niemand. Ah, das ist doch die Eule, die da die ganze Zeit rumheult und sagt, nee, ich bin besser mit dem Besen reiten als du. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich hoffe, die Aufgaben waren fordernd genug für Sie. Ich habe alle Aufgaben erledigt, Professor Onai. Sehr gut gemacht. Obwohl ich zugegebenermaßen so etwas wie eine Vorahnung hatte, dass sie es schaffen würden. Da sie zweifellos ihre Wahrnehmung durch meine Aufgabe geschärft haben, frage ich mich... Sie wissen, dass die Gegenwart und die Vergangenheit Spuren des Kommenden offenbaren können. Was sehen Sie also in Ihrer eigenen Zukunft? Ja, alle Mädels hier zum Untertan. Ich habe irgendwie das Gefühl, als drohe Gefahr. Ich verstehe. Solche Omen sind nicht zwangsläufig schlecht. Sie können uns vorbereiten. Und sie bereiten sich vor. In diesem Augenblick. Aber das Gerede über morgen sollte uns nicht von ihrem jetzigen Erfolg ablenken. Ich informiere unsere stellvertretende Schulleiterin über ihre vorbildlichen Leistungen. Und wenn diese Leistungen ein Omen für ihre Zukunft sind... dann bin ich mir sicher, dass wir noch Großes von Ihnen erwarten dürfen. Ach ja, die gute Professorin. Lenken Sie Ihre Magie auf das Ziel. Deskendo. Sie haben den Dreh raus. Möchten Sie den neuen Zauberspruch an der Puppe üben? Ja, würde ich gerne. Verursacht keinen direkten Schaden, aber Objekte und Gegner auf die auf den Boden geworfen werden können. Ah. Okay. Descendo. Fantastisch. Au. Sie haben den Drehjogo. Akio. Contringo. Ja, so. Aufhören, sich vorzubereiten und ihre neuen Fähigkeiten außerhalb des Klassenzimmers erproben. Alles klar, ich gehe nach draußen und und ärgere die Schüler. Ah, ich kann keine Leitern springen. Ist aber eigentlich interessant, so bleibt man theoretisch, ne, fit, ne?
Das hat nur blöd. Was macht man, wenn man zum Beispiel ein Humpelbein hat oder... Ja gut, ist ein Zauberer, ne? Protego! Zur Not kann sich auch teleportieren. wollen wir mal gucken, was wir als nächstes machen. Aufträge. Ich würde gerne verschiedene Aufgaben machen. Übe in der Nähe der Zinn das Fliegen. Übe in der Nähe der Cambridge-Turm das Fliegen. Ah, stimmt, ja, hier können wir noch ein bisschen... Venemosa Tentacula. Schaffe und teste eine Alraune gegen... Okay. So, jetzt will ich nochmal gucken auf der Karte, ob ich da irgendwo hin kann. Ja, Fliegen ist ja innerhalb von Hogwarts. Doch, ich meine, in Hogwarts geht das Fliegen. Ah, da müsste ich mal hin. Müssen wir mal gucken. Wer hier wohl wohnt? Hier waren wir doch schon. Otter. Rebellion. Ich muss hier unbedingt Dingsbums machen. Inzent. Au. Oh, wow. War es nicht wert? Au. ja. Rebellion. Okay. Was ist mit dir los? Warum liegst du hier auf dem Boden? Ich meine, ist ja an sich schick. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass hier arme Schlucker sind. Haben Sie nicht Renrocks Anhänger aus Lower Hogsfield verjagt? Ja, dachte ich es mir doch. Gut gemacht. Alles klar, Johanna Bickel. Ich habe keine Ahnung, warum die so rumgammelt. Wen haben wir hier? Hallo, Sir. Was verkaufen Sie? Hallo, ich bin Jalal Sami und dies ist mein Zaubertrankladen. Ich beantworte gerne all Ihre Fragen. Gibt es irgendwelche Gerüchte in der Stadt? Ein Kobold namens Purgit macht reichlich Ärger. Seine Bande greift reisende Händler an. Darunter leiden die Geschäfte in der Gegend. Ah. Wäre schön, wenn jemand etwas dagegen unternehmen würde. Aber niemand will sich mit einer Bande von Kobolden anlegen. Also kann er in den Ruinen von Coro tun und lassen, was er will. Verstehe. Erzählen Sie mir etwas über sich. Mal sehen. Ich bin Zaubertrankmeister von Lower Hogsfield. Aber ich war einst ein einfacher Hogwarts-Schüler wie Sie. Ich gebe Ihnen sogar meinen Hogwarts-Rabatt. Den Standardpreis. Meine Preise sind so schon niedrig genug. Dann hättest du das auch gar nicht, ja. Was verkaufen Sie hier? Ich verkaufe nur Tränke und ihre Zutaten. Wenn es ein Zaubertrank nicht richten kann, lässt man's besser, sag ich immer. Okay. Meine Zutaten stammen alle aus der Region. Hi, Matoro. Und mit meinen Tränken bleiben sie gesund und sicher. Ja. Das wäre alles. Danke für Ihre Zeit. Also Tränke will ich jetzt von dem erstmal noch keine kaufen, weil ich nicht sehe, dass ich die brauche. Übe in der Nähe, dass das Fliegen ist jetzt die Frage, ob ich jetzt eine neue Aufgabe bekommen habe, um diese Kobolde zu jagen. Das könnte ich nämlich dann auch gleich damit ver... Ah, beschaffe und teste eine Venosa Tentacula. Ich habe keine Ahnung, wo ich die herkriege. Venosa Tentacula. So, erstmal gucken, was habe ich denn? Ich sehe vielleicht aus. Karte. Mal gucken, ob die Karte mir irgendwie helfen kann. Nee, ne? Die Karte hilft mir nicht. Jetzt lass mich mal ganz kurz überlegen. Kurz den Ventilator hier ausmachen. So kalt ist es nicht. Nö. Venemosa
großer Tentakula. Wo könnte ich denn das herkriegen? Ich gehe erstmal. Warte mal, ich habe doch bestimmt. Rezept. Warte mal. Da haben wir es doch. Gegen mehrere Gegner gleichzeitig. Warte mal, habe ich jetzt den einen Teil der Aufgabe gemacht? Das wäre interessant. Ja, habe ich. Teste eine Alraune gegen mehrere Gegner gleichzeitig. Okay. Das wäre in dem Sinne ganz gut. Chinesisch. Warte mal, ich habe doch gar keine Alraune. Wird freigeschaltet durch den Kauf von Alraunensamen beim Wasserwegerich und Knollenblätterpilz. Wo ist denn der Wasserwegerich? Kann ich da hier... Nee, der verkauft nur Zaubertränke, ne? Protego! Ups. Und das ist, weil jedes Spiel irgendwie meint... Warte mal, das ist die Weltkarte, ne? Von Hogsmeade. Gucken wir mal. Zaubertränke, magische Rübe. Wasserwegerich hat er gesagt, ne? Schnabel und Brut. Platz von Hogsmeade. Seppli und Söhne. Sportbedarf? Nein. Wo finde ich jetzt? Was haben wir hier? Anshire. Warte mal, wird freigeschaltet. Beim Kauf. Die Frage ist, wo kriege ich das her? Wird freigeschaltet durch den Kauf von Alraunen Samen bei Wasserwegerich und Knollenblätterpilz. Okay, dann kann ich das jetzt erstmal noch nicht machen. Aufgabe 2, übe das Fliegen. Ah ja, machen wir weiter mit dem Fliegen. Komm. Dann haben wir wenigstens die Quest fertig. Sieht gefährlich aus. Ich hoffe, die Schüler wissen, was sie tun. Ja, hoffe ich auch. So, warte mal. 455. Was haben wir hier? Komm, ist egal. Das finde ich so cool. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, was die Ballons sind. Oh nein, stimmt ja. War das nicht diese Strecke, die ich verkackt habe? Ja, bei den Dingern muss man halt aufpassen, weil die geben dir einen Boost, ob du willst oder nicht. Ein Shiny Zipwurzel hat er gefunden. Glückwunsch, Dustin. Na bitte. Lasse Ballons platzen, das ist doch super. Also du kannst sagen, was du willst. Es ist einfach eine grafische Meisterleistung hier. Ich meine, wir könnten theoretisch mehr Qualität und Schönheit rausholen, wenn ich das Spiel auf dem PC spielen würde. Warum fliegt der automatisch nach unten? Ich will einfach erstmal... Oh! Mucksmäuschen still hier. Nicht das. Au! Was war denn das?
Ach hier. Verflickt. Ins Zentrum. Irgendwas stimmt nicht. So viel steht fest. Ach hier. Verflickt. Im Zentrum. Im Zentrum. Ach hier. Mama, mach es. Das ist Platz hier. Ach hier, verbringst du! Was du jetzt tun? Ach hier, verbringst du! Au! Was du jetzt machst? Oh je, Tata! Ja, Klappstuhl. Heilige Scheiße. Sollte ich überhaupt hier sein? Diese Halunken. Dass ja auch überall, ne, sein Gierschlund dranhängt. So, das ist mein Fight-Dingsbums. Ja, wenn ich R2 gedrückt halte, um meine Zauber zu benutzen, habe ich ein Problem. Habe ich ein kleines Problem, weil ich dann immer aus Versehen die Dingsbums ändere. Die Zauberansicht. Was an sich auch nicht schlecht ist. Was haben wir hier? Das sah jetzt auch nicht schlecht aus. Sieht da auch wieder aus wie irgendein Rätsel. Machen wir uns mal hier ein bisschen durch die Gegend. Ich will nicht mit Kobolden arbeiten, nie und nimmer. Ja, ja. Geht mir auf den Sack, ihr blöden Zauberer. Diese Kacklappen. Müsste doch eigentlich. Ach hier. Du bist die Platz. Komm, Versteckspiel. Wer braucht das schon? Machen wir mal so platt. Ne Eichhörnchen. Ach hier. Zittern, wenn sie mich sehen. Protego. In Zentrum. Ach hier. Na komm her, du Lümmel. Ach hier. Da ist er. Da hinten ist er. Ich glaube, ich hatte mal einen Shiny Anton gefangen. Random. Ich wusste, dass du noch da bist. So. Das muss ich Sebastian erzählen. Eine Erschwinderin. Und was war jetzt hier? Ich würde gern wissen, was das ist. Ist das sozusagen so ein Nest, was wir jetzt gerade... Kann sagen, was du willst, aber... Karte? Mittelgroßes Banditenlager. Oh, okay. Die Frage ist jetzt, wo kann ich nochmal... Ich würde gerne den Schnellreisepunkt freischalten. Ja, da kann ich... auch theoretisch den Wegmarkierer benutzen. Okay, wir haben wieder ein paar Mega-Power-Tränke gefunden. Das ist jetzt nicht so schlimm. Finde ich jetzt persönlich eigentlich ganz gut. Contingo!
diese Banditen. So. Hallo Hirsch. Super. So, und jetzt in diese Richtung weiter fliegen. Gehen wir mal ein bisschen Stoff hier. Dass man die Kamera nicht frei ändern kann, ist ein bisschen schwierig. Zumindest beim Flug. Von daher, ja. So, ich werde auf jeden Fall... Wie lange sind wir denn jetzt schon in der Aufnahme? 45 Minuten, ja, das geht noch. Muss ich gleich nochmal auf Toilette. Dann werde ich die Aufnahme ganz kurz. Da sind wieder Gegner. Frage ist, welche und wo? Ach, irgendwelche Tiere, komm. Lass mich raten, das fängt hier schon an. Yes. So, üben wir mal ein bisschen das Fliegen hier. Dann gehen wir mal Nitro. Genau so. Super. Kehre zu Madame Kok-Ava zurück. Ach hier. Los hier. Verfrigo. Ach hier. Im Zelt hier. Verfrigo. Ein schwerer Fehler. Ich bin ja gerade irgendjemand getroffen, den ich vielleicht nicht treffen sollte. Na kommt her, ihr Lümmel. Hallo, ihr kleinen Lümmel, hier kommt jetzt der Kümmel. Ich dreht euch in den Arsch und zeige euch meinen Arsch. So müde. Ach hier. Oh, komm, das hier. Du hast doch Trapple freigelassen, oder? Was? Wen habe ich freigelassen? Ach hier. Super. Rebellion. Ich hab halt Schiss, dass ich hier irgendwo bin. Was vielleicht nicht sein soll. Kann ich den Hund freilassen? Nein, ist natürlich blöd, diese Wildnisdinger jetzt zu machen, während ich halt noch kein Schloss öffnen kann. Dann lassen wir das nämlich mal. Mache ich erstmal mit meinem Unterricht weiter. Ich habe nämlich das Gefühl, dass das, glaube ich, ein Problem sein kann. Unterricht Tierwesen. Auftrag verfolgen. So, dann beende ich mal ganz kurz die Aufnahme. Wir bleiben im Stream, aber ich muss noch mal auf Toilette.